zu Fallout 4. So, ich habe mir das Automatron DLC runtergeladen und wir haben jetzt die Quest, wo ist er? Mechanische Widerung. Wir müssen uns das Karawan-Notruf-Frequenz anhören. Dies ist ein Notruf. Wir werden es anlassen, aber wir werden auch gucken, wo unsere wir hin müssen. Karawane wird von feindlichen Robotern das ist nicht die Mission. Okay, wir müssen ein bisschen eine Weile anhören. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte sofort. Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Ja, Sir. Aha, hier haben wir es. Finde die Karawane. Wie soll ich die Karawane finden? Ist sie auf meiner Karte oder sowas? Unsere Karawane wird von feindlichen Nein, Robotern dann muss ich mir erst anhören. Ich muss kurz lauter stellen. Oder ich muss raten. Oder steht es doch auf der Karte? Er steht nicht auf der Karte. Anscheinend steht es doch auf der Karte und ich bin nur blind. Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Hier unten bei. Ja, ja. Ich nehme an, wir können dorthin. Also, für den Fall, dass ich ein bisschen leise bin, es ist mitten in der Nacht. Nur so. Nur mal so, es ist. Wie spät ist es? Ich habe keine Ahnung, ich glaube irgendwie so. Viertel vor drei oder so, oder Viertel nach drei. Ja, also spät. Also nicht die Qualität von normalerweise. Ich muss leise sein, damit ich hier im Haus aufwache. Aber ich werde auch nicht zu leise sein. So, 88 Meter entfernt. Gut, dass ich schon überall auf diesem Planeten war. Dies ist ein Notruf. Ach, der Hund habe ich mit. Stimmt, ja. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Hallo. Wir brauchen dringend Hilfe. Brahmin. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann. Okay, ich hätte zu Watts Electronics gehen sollen. Okay, meinetwegen. Dann sei jetzt leise. Ich brauche dich nicht mehr. Ah. Denn hier hat jemand geschlachtet. Servotech, Servomech Müllbot. Hallo. Scheibermech Augenbot. Oh, ich will die haben. Gotta catch them all. Mein Gott. Ich nehme an, hier sehen wir den komischen Kingsroboter. Ich habe nicht die Waffe für so einen Müll mitgenommen. Oh mein Gott. Ich glaube, dafür habe ich eine Waffe. Dafür soll ich eine Waffe haben. Mein Gott, die haben mit dem Roboter, also die haben mit dem Hund aber schnell, sind alle schnell fertig geworden. Wow. Was war das? Porter. Ich nehme an, der war der Typ, der es getragen hat. Wir kümmern uns um den Rest gleich, wir haben ein bisschen Zeit, um Roboterteile zu holen. Bevor jetzt der Roboter beleidigt, ich habe was für die Verwendung. Ja, 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 sei leise, Hund. Du hast Zeit. Cover keine, okay. Turing, das ist bestimmt der Mensch, den der gehört. Programmierung, bla bla bla, einfach alles mitnehmen. Ah, der komische Roboter hinten hat ihn gekriegt. Jackson Soloband, Schaltplatten, Sicherung. Ja, Story, bin noch nicht bereit für Story, brauche ich nicht, habe ich da. Zack. Du bist Liza. Oder Lisa, je nachdem wie du gefragt hast. Ah, hallo Rada. Wir haben diesen Angriff nicht überlebt. Danke für Ihre Hilfe. Ich war mir sicher, hier ebenfalls mein Ende zu finden. Mhm. Alles okay bei dir? Der physische Schaden ist gering, aber ich verzeichne Traurigkeit und Wut aufgrund des Ach, also bist du einer dieser Sins, die mich ausspionieren wollen. Das würde ich von einem Roboter seltsam anhören, aber sie waren meine Familie. Danke okay. Nochmal für Ihre Mühen. Ich weiß, dass Sie es Ihnen ebenfalls gedankt hätten. Dein Verlust tut mir leid. Mein Name ist Ada. Das war das dritte Mal, dass wir von solchen... Ja, ja, die Stelle habe ich schon gehört. Es muss doch einen Grund geben, warum sie euch angreifen. Ich bin mit hoher Wahrscheinlichkeit Teil dieses Grundes. Außer mir hat Jackson noch Turing, Hertz und Porter erschaffen. Unsere eingebauten Modifikationen wären für Plünderer wertvoll. Für mich wir auch. Wir wussten, dass wir riskieren, noch mehr dieser Roboter zu begeben. Mhm. Und warum seid ihr geblieben? Unsere Karawane war auf Reparaturen und Handel speziell. Das war ein Krieg. Ja, aha. Du konntest nicht wissen, dass so etwas passiert. Die Wahrscheinlichkeit... Naja, sei denn du bist Pam. Bla bla bla. Ja, ja, ja. Hört sich nach einem gefährlichen Unterfangen an. Für mich alleine ist es... Sie haben große...
Bergbänke, aha, du bist keine Rache. Du bist auf Rache aus, nicht wahr? Ich gebe zu, ich verfolge zwei Ziele. Den Meckern ist aufzuhalten. Ich meine kleine Freunde, ja. Lalala, ich habe leidig, ja. Können wir Atomics treffen, ja, dort. Ja, klar. Gehen wir, Ada. Bei General Atomics gibt es wertvolle Dinge zu Okay. Und geh da mal weg. Ich habe jetzt einen Roboter. Das war die ganze Quest. Ich fühle mich dumm. Oh, Zoe. Hi. Wie geht's? Anscheinend war ich doch noch nicht halbwegs fertig damit. Sachen. Oh mein Gott, Framerate. Zahnrad. Alles für Roboter gibt's hier. Wieso rutscht die nicht die Laserwaffe aus? Schlau. Also, die nächste Aufgabe. Schau dich bei der General Atomics Fabrik um. Klar, das hier ist der Ort. Roboter, von dem ich nicht weiß, was er tut, ist immer noch da. General Atomics Fabrik. Ich nehme an, wir gucken uns in rum. Ich nehme nicht an, dass... Es ist eine Fabrik. Achso, dass ich von Robco nichts gehört habe. Bisher war es nur General Atomics. Tja, dann nehme ich an, wir könnten ein bisschen hier machen. Nein. Los, los, los. Geht doch. Quantenmüllbot. Jetzt merke ich, ist wieder dieser Bot irgendwie. Hallo? Ach, Augenbot. Komm mal, ja. Ich will ganz ehrlich sein, ich glaube, ich kann einfach jeden hacken, wenn ich wollen würde. Okay, ich kann die abschalten. Barbaroboter. Und dann kann ich die töten. Ich kann zwar nicht selbst das hören, aber... Oh, ein Hodeband. Ne, ich nehme mal das Wirksame, die zu erschießen. Warmbot. Mein Gott, die Viecher halten viel aus. Ich sollte mir dafür eine bessere Waffe mitnehmen. Linkhand Blitzwaffe. Neue Roboter macht genannt. Ich nehme an, ich muss das finden oder so. Egal, ich nehme so alles mit. Stirb! Okay. Gibt's irgendwelche neuen Perks? Wäre schlau zu wissen. Nein, gibt es nicht. Gibt es irgendwo etwas Neues? Nein, gibt es nicht. Haben wir hier irgendwas? Klar, wieso nicht? Ich nehme an, es wäre schlau, einen in Wahrnehmung zu nehmen. Ich darf wahrscheinlich mit Laserwaffen etwas leiser rumlaufen. Da diese Roboter eine Herausforderung für mich sind. Zu einem kleinen Grad. Wachbord. Ich meine, ich brauche alles, ne? Ich meine, man kann ganz klar sehen, dass ich schon hier, weil ich kenne mich hier irgendwie halbwegs aus. Und mit halbwegs meine ich war hier schon mal drin. Ja, finde ich auch. Aggressotron-Kopf, niemals überdenken. Naja, ich werde mich hier nicht lange umgucken. Ich nehme nicht an, dass es hier irgendwie viel Neues gibt. Hallo, Müllbot. Die ultimative Waffe gegen Roboter. Das niemals endende Ding, das ich irgendwo gefunden habe. Irgendwann. Ich habe keine Ahnung wo. Lag einfach in meiner Waffenkiste rum. Die wollte ich mal benutzen. Ich meine, es heißt grenzenloses Potenzial. Ich glaube, es war irgendwo in University Point oder sowas. Ja, irgendwie so ein Soul mit diesen Sims, die mich ausspionieren wollen, weil... Wieso nicht, ne? Ja, ich komme da immer noch nicht rein. Oh, jetzt weiß ich wieder ganz genau, hundertprozentig, welcher Ort das war. Es war dieser Ort, an den ich niemals zurück wollte, weil hier so viele Türen waren und so viele... Ich glaube, es waren sogar gebrochene Quests hier, die ich nicht erfüllen konnte, weil man durch das erste Mal bla 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 machen musste und bla 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 so, bla 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 so. Ja, ich durfte ich jetzt raus hier mit langer Ladezeit-Terminal. Ich muss sagen, es gibt hier ganz viel neues Zeug, was rumliegt, aber... Ich weiß nicht. Ich hätte gerne... Oh ja, das war diese Quest. Die geht mal rein und dann
Bla bla bla, bitte bestrafen Sie Timmy. Ja, funktioniert aber nicht. Das heißt, falls ich dadurch muss, ist es. Ich hoffe mal nicht, da die Roboter nicht mehr einfach. Wieso warst du so einfach zu besiegen? Achso, du warst ein Schwarmbot. Du warst auch ein Schwarmbot. Einfach alles mitnehmen. Ich mag nicht, kann verkaufen, nehme ich an. Oder ich kann 15.000 Roboter bauen. Weil von dem, was ich weiß, kann man mehr bauen. Mehr als einen zumindest. Sieht nicht so gut aus. Das ist übrigens das erste Mal, als ich die DLC spiele. Keine Angst, wir werden siegen. Ja, natürlich werden wir das. Ich bin hier. Ja. Ganz ruhig dahin. Ihr kommt hier auch noch dran. Ne? Legendärer Müllbot. Oh mein Gott. Er ist so legendär, er kann meine Lasersalve dagegenhalten. Ja, weißt du was, legendärer Müllbot. Oh ja, natürlich. Den kann ich Selbstmord einleiten machen, ne? Zack. Ja dann, jetzt gehen wir nur ein Stück zurück. Finde ich auch. Deswegen lassen wir den gerade explodieren. Ich habe den explodieren lassen, der explodiert nochmal. Also, die haben keine legendären normalen Sachen dabei für Roboter. Nein, was haben die stattdessen dabei? Irgend so ein komischen Sündmüll. Weil, keine Ahnung, ich will denselben Witz 500 Mal machen. Ich bin, so tief bin ich auch nicht gesunken. Hallo, Quanten-Robo-Hirn. Abschalten, Selbstzerstörung. Ich nehme an, wir gehen ein Stück zurück und fern. Tschüss da draußen. Ich hoffe, wir sollten ihn nicht am Leben behalten. Er wird noch mehr explodieren, glaube ich. Nein. Nein? Du wirst nicht nochmal explodieren? Dann bin ich froh. Ich bin froh, dass du nicht explodierst. Ja, bitte aufgehen. Ach, der Swarmbot lebt noch. Jetzt lebt er nicht mehr. Nee, er hat nie gelebt, nehme ich an. Mechanistgerät. Sieht aus wie ein Sensor oder sowas. Untersuchen das Ruhe. Ja, kommen wir noch alles zu. Ich hab hier noch ein paar Sachen zu, ne? Um mal zu gucken. So. Ja, ich komme gleich zu dir. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht Gott. Hey. So, was ist los? Ada. Haben Sie etwas bei diesem Roboter gefunden? Ja, ein komisches Gerät. Hatte dieses seltsame Gerät bei sich. Also, mal sehen. Beeindruckende Technologie. Wenn meine Analyse stimmt, ist das ein spezialisierter Radarpeilsender. So, sehen Sie, was ich gelernt habe. Das Robohirn im Auge behalten, das Sie zerstört haben. Ach so, war so toll dann. Müssen Sie mir diesen Peilsender einbauen, damit wir ihn zu unserem Vorteil nutzen können. Bist du sicher? Obwohl ich nur mit 78,3% Wahrscheinlichkeit rechne. Aha, okay. Klingt nach einem guten Plan. Freut mich, dass Sie das auch für den Kunden. Nicht wirklich, aber sowohl der maximalen. Okay, meinetwegen. Dann komm mit. Bau die Roboter-Werkbank. Ja, ich kann den perfekten Ort, um das zu tun. Meine Küche auf Spectacle Island. Weil, ich meine, jeder baut halt eine Roboter-Werkstation in eine Küche rein, nicht wahr? Ich könnte ein Sanctuary machen, aber da habe ich keinen Platz mehr. Zumindest nicht in meinem Haus. Und ich will nicht, dass die ganze Zeit irgendwelche Siedler auf Spectacle Island wieder mit der magenspawnenden, leuchtenden Meierlöck-Krabbenvieh. Ist es egal, ob ich oder meine Geschütze sich darum kümmern. Aber auf jeden Fall, hier sind wir. Halbwegs. Halb Werkstatt, halb Küche. Und ja, ich nehme an, wir werden noch ein bisschen zu dieser Seite bauen müssen, damit wir genügend Platz haben, weil ich weiß nicht, wie groß das Ding ist. Hier haben wir anscheinend eine Roboter-Werkbank, die extrem viel Zeug braucht, obwohl wir 59 davon bauen können. Also, ist nicht so wild. Aber, da ich auch noch ein bisschen Zeit habe, ne, und ich wahrscheinlich die ganze Nacht hier dann sitzen werde, kann ich gleich auch noch so was Produktives machen. Bauen wir ein bisschen an der Siedlung rum. Ist zwar nicht wirklich dafür gedacht, aber ich meine, ich hab die Zeit halbwegs, ne.
fortgesetzt. Ich krieg's hin, das richtig. Ich dachte zudem, ich hätte wieder meine Rüstung genommen. Ich sollte vielleicht gleich mal gleich reingucken. Weil ein leuchtender Mehrlock, dafür kann man doch gleich einen Alarm aktivieren. Ich bin schlau daraus geworden, aus meinen Ehren. Komm schon, setz es richtig. Na los, geht doch. Du kannst auch gerne dazwischen setzen, wenn du willst. Also ich hab nichts dagegen, wenn du Sachen irgendwo hinsetzt. Weil klar, ich will, dass es vernünftig aussieht. Und ich muss sagen, du hast sicher noch Platz dafür. Oder anscheinend nicht. Anscheinend haben wir nicht den Platz dafür. Muss ich das wohl hier alles zubauen mit extra Wänden. Geh einfach. Nein. Einfach nein. Du geht einfach nicht hier. So was probieren, ich krieg das nicht, das heißt, dafür brauche ich eine kleine Wand, bla bla bla. Zack. Wofür habe ich die Wand hier überhaupt entfernt? Oder habe ich die überhaupt entfernt? Ich kann mich nicht mal mehr erinnern. Zack. Hier kommt dann so eine extra Hüttenwandeingang hin, weil das ist mein Roboterbereich ab sofort. Auf jeden Fall ist das, was ich kriege. Kommt das. Ja klar, so passt das hin, meinetwegen. Mir eigentlich auch egal. Mich interessiert das, wenn ich ehrlich bin, nicht. Wo haben wir denn hier? Das sind Ecken, Enden. Bam. Ist ein bisschen schwieriger zu bauen als sonst, aber jetzt brauchen wir noch dieses Dach hier, damit es nicht reinregnet. Niemand will nasse Roboter haben. Zumindest nicht, während man an denen baut. Wegen diesen extra kleinen Paletten passt nichts. Hätten einfach die Wände austauschen können. Das ist eigentlich eine bessere Idee. Zack. 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 Das sind äußere Aufsätze. Ich glaube, ich baue den mal. Ich habe das hier erst nochmal neu gebaut. Hab das Teil hier reingestellt. Ich kann keine Dach darüber bauen. Das Teil ist ein Stück zu hoch. Müsste ich zwei Wände bauen. Aber darauf habe ich jetzt im Moment keine Lust. Vielleicht späteren Zeitpunkt. Wo ist der Roboter? Was hast du? Wo warst du? Hey. Was kann ich für dich tun? Sind Sie bereit, den Radarpeilsender einzubauen? Ich bin bereit, alles dran zu bauen, wenn du willst. Es ist an der Zeit. Packen wir es an. Gut, der Einbau sollte kein Problem sein. Sobald ich in der Roboterwerkbank bin, bauen Sie einfach den Radarpeilsender ein. Ich erledige den Rest. Und wie kriege ich dich in das Ding rein? Läufst du da einfach hin oder sowas? Oder bin ich einfach hier? Achso, ich kann einfach... Ich kann die neu bauen oder sowas? Ja. Radarpeilsender. Suchtmechanist-Roboter. Okay, kann ich so was machen. Aha, es gibt noch halt Fabriksachen, es gibt normale Köpfe. Es gibt einfach eine Kopfrüstung. Geerdete Kopffabrikrüstung. Ich nehme an, ich kann daran rumbauen, wenn ich möchte. Das ist Trontorso, Protect-Trontorso. Okay, ich kann hier jetzt wieder viel Spaß haben. Das ist toll. Das dürfte interessant werden, was Sie wohl als nächstes bauen. Keine Ahnung, gucken wir mal. Hey. Wie kann ich die? Ada. Einen Augenblick. Die Modifikation war erfolgreich. Die neue Hardware wurde erkannt. Die Software wird aktualisiert. Installation abgeschlossen. Mhm. Analysiere Mechanist Hardware. Der Radarpeilsender empfängt ein starkes verschlüsseltes Signal. Aha. Mhm, okay. Immerhin ein guter Anfang. Absolut. Mit etwas mehr Unterstützung sollte ich das. Zum Glück orte ich ein weiteres. Weiteres Hoboschen. Wen interessiert das? Noch ein Robohirn. Wen interessiert das? Das interessiert uns. Ich erkläre es Ihnen. Okay. Die Verschlüsselung des Quellsignals. Aha, okay. Und ich nehme an, wir müssen weitere Peilsender haben, weil stärkeres Signal und sowas. Ja, das habe ich gedacht. Okay, los geht's. Gut, dann fangen wir mal an. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Solange mir nicht irgendwelche Siedlungsdaten auf meine... Was auch immer. Ich will keine Siedlungsdaten machen. Aha. Okay, meinetwegen machen wir beim nächsten Mal. Bis später, morgen, was auch immer.